25 Vertreter aus Erzgebirgsstädten haben sich in Freiberg getroffen. Sie wollen ihre Vernetzung in die eigenen Hände nehmen. Im Freiberger Rathaus wurden die Gäste von Oberbürgermeister Sven Grüger herzlich begrüßt. Herzliches Glück auf hier im Freiberger Rathaus. Die Idee ist von Michael entstanden. Er war letztes Jahr in Annaberg zum Gästeführertreffen und hat gesagt, wir müssen einfach mal einen Gegenbesuch machen, was ich auch gut finde, weil wir sind ja jetzt eine Montanregion und von der Seite ist es natürlich schön, wenn wir alle uns irgendwo informieren über die anderen Städte. Ich kann mich an viele Lichtelfahrten von meinen Eltern erinnern, wo wir schön über den Erzgebirgskamm, die ganzen Bergstädte, die ganzen kleinen Dörfer abgefahren sind. Meine Wurzeln liegen in Drehbach, also mitten im Erzgebirge. Eine unserer Attraktionen ist unser Bier und der Repräsentant unseres Bieres. Es ist schön, wenn man eine eigene Biermarke hat, wo Freiberger schon drinsteht. Und wir wollen einfach die Stadt, die Region schön den Touristen präsentieren. Er sprach über die Geschichte der Stadt Freiberg und das Rathaus. Also das Rathaus, ca. 600 Jahre alt, hier am Obermarkt entstanden. 1224 ist ein erster Rat in Freiberg nachgewiesen, der damals den Bürgermeister beraten hat. Ob der genauso beratungsresistent wie ich ist, das ist nicht überliefert, aber wir feiern auf jeden Fall 800 Jahre parlamentarische Demokratie. Eine Ergänzung darf ich machen, das kann er nicht wissen. 1227 wurde in Freiberg das erste Mal ein Schrotamt erwähnt. Sag ich gleich, was das war? Wir wissen es deshalb, weil der Amtsvogt des Schrotamtes, konnte ein Adliger, aber auch ein Bürgerlicher sein, hat sein gesamtes Jahreseinkommen aus dem Schrotamt der Kirche zur Verfügung gestellt, damit er, seine Frau und die Kinder von allen Sünden ledig gesprochen werden. Die müssen bitte was auf dem Kerbholz gehabt haben, ne? Egal wer. Also wir hatten 1227 ein Schrotamt und dieses Amt hat eine Macht gehabt, das kann man sich euch mal vorstellen, nicht nur die Bierkontrolle produzieren, alles was gemacht wird, die Stadträischen, das Sauberhalten der Stadträischen war ihre Aufgabe. Und bei einem Brand war das Schrotamt verantwortlich, dass über diese Stadträischen das Wasser bis zur Brandstelle geleitet wurde. Also man muss sagen, um 1227 eine wahnsinnig wichtige Behörde. Nach der Verleihung des Welterbetitels im Jahre 2019 sind durch die Pandemie viele Dinge noch nicht zum Tragen gekommen. Die 22 Gästeführer kamen aus Annaberg-Buchholz, Schneeberg, Marienberg, Schwarzenberg und natürlich aus Freiberg, also aus verschiedenen Orten des UNESCO-Welterbes Montanregion Erzgebirge. Die Stadt Freiberg hat das Haus in der Petersstraße gekauft und wird es als Welterbezentrum errichten. Aus den Händen von Christine Baden-Walter erhielt der Oberbürgermeister ein kleines Präsent. Sie ist Vorsitzende der Interessengemeinschaft Stadt und Gästeführer Annaberg-Buchholz. Die Interessengemeinschaft Stadt und Gästeführer Annaberg-Buchholz hat sich im Jahr 2015 gegründet, nach einer anderthalbjährigen Ausbildung, die die lokalen Gästeführer gemeinsam absolviert hatten. Sie haben das DIN-EN-Zertifikat 155456 nach Bundesverbandvorschriften absolviert. Damit ist es ein Berufsabschluss als Gästeführer, der dort initiiert wurde von der Stadt Annaberg-Buchholz. Das war eine Gruppe von 15 Personen und im Zuge dessen war uns bewusst, dass wir als Gästeführer uns immer weiterbilden wollen und auch müssen, um aktuell am Marktgeschehen daran beteiligt zu sein und auch weiter qualitativ unsere Führungen halten zu können. Und somit sind wir sehr froh, dass wir heute dieser Einladung folgen konnten von Oberbürgermeister Sven Krüger, der die Bergstädte ganz bewusst eingeladen hat und wir hier in der Montanregion Freiberg erkunden, wobei wir natürlich Freiberg schon kennen und auch schon öfters zu Besuch waren, ob nun privat oder vielleicht auch in anderen Rahmen. Und wir uns heute als Gästeführerschaft einfach mal näher kommen und uns kennenlernen und dabei die Schönheiten von Freiberg genießen können. Und so ist das Gästeführertreffen entstanden. Wir haben uns getroffen zum Gästeführertreffen in Annaberg-Buchholz. Und dabei ist mir der Thomas Mielenz über den Weg gelaufen, der Braumeister Michael. Und wie das manchmal so ist, Verwandte sehen, wir haben uns sofort kennengelernt. Wir wussten sofort, wir waren auf einer Wellenlänge.
Und abends hat er mich angerufen, hat gesagt, das war so schön bei euch. Wir würden da gerne mal was machen, dass wir zusammenkommen. Und ich habe gesagt, genau das ist auch meine Idee, dass wir sind ja keine Konkurrenz untereinander, sondern wir haben ein gemeinsames Welterbe, das wir nach außen hin vertreten. Die Bergstädte sind vollkommen unterschiedlich. Jeder hat seine Vorzüge, jeder hat seine Spezialitäten. Und deshalb sind wir heute hier eingeladen, sind sehr dankbar darüber. Und wir können nur voneinander lernen. Das ist das Wichtigste und vor allen Dingen gemeinsam vorangehen und gemeinsam uns nach außen hin zu präsentieren. Das ist das Wichtigste an dieser Sache. Ich finde, das ist eine sehr gute Gelegenheit, sich zu vernetzen, dass die erzgebirgischen Bergstädte sich untereinander besser kennenlernen, dass wir zusammen das Welterbe nach vorne bringen können. Also wir haben im Marienberg teilweise ehrenamtliche Stadtführer, wir haben hauptamtliche Stadtführer, die bei der Stadtverwaltung in Marienberg angestellt sind. Wir haben ein buntes Programm an Stadtführungen, jeden Mittwoch die öffentliche Stadtführung um 10 Uhr. Wir haben Stadtführungen zur Handelsgeschichte, wir haben Kinderstadtführungen unter dem Motto Marie zeigt dir Marienberg. Wir haben Führungen auf dem Pferdegöbel im Museum, also wir haben da ein buntes Programm und sind auch für individuelle Busgruppen und so weiter, für Familienfeiern immer gerne ansprechbar. Ja, Corona hat uns letztes Jahr ausgebremst, unsere Stadt 1521 gegründet, feiert dieses Jahr seinen 500. Stadtgeburtstag nach. Und dazu laden wir alle Erzgebirgerinnen und Erzgebirger ganz herzlich ein, am 2. Juli-Wochenende zur großen Feier nach Marienberg. Ziel des Gästeführertreffens war, dass die Erzgebirgsregion zusammenhält. Wenn ein gemeinsames touristisches Paket aufgestellt wird, gibt es viel bessere Möglichkeiten, sich erfolgreich zu vermarkten.